Hast du eigentlich die Sachen schon angenommen, die ich dir über Steam geschickt habe? Ja. Das Suits-Spiel oder die beiden Suits-Spiele und das Vampir-Dings. Ja. Suits sieht tatsächlich interessant aus, das werde ich jetzt nicht mal spielen, aber das Vampir-Ding kann ich dir schon mal sagen, das bleibt bei mir liegen und verstaubt. Das werde ich nicht anfassen. Das ist halt ein Hirnausspiel. Das will ich. Das und läufst rum und das werde ich bestimmt nicht spielen, das ist auch. Ich hab's einfach mal mitgenommen, weil es auf Twitch gerade relativ abgeht. Ja. Das ist aber auch eins, wo ich sehe, da hätte ich keinen Spaß dran. Probier's einfach mal aus. Ja, ich hab gelernt in all der Zeit, dass ich das. Ich hab gelernt, dass die Sachen, wo ich sehe, dass die mir keinen Spaß machen, dass die nicht probieren muss. Das muss ich mir nicht antun. Dazu ist meine Lebenszeit zu wertvoll. Dass mich mit Sachen abgebe, die mir keinen Spaß machen. Ja, wie gesagt, du bist die Kategorie, kenne ich nicht, mag ich nicht. Ja, nee, es ist, wie ich dir gerade gesagt habe. Ich muss mich nicht mit Sachen abgeben, die mir keinen Spaß machen. Aber woher weißt du, dass es dir keinen Spaß macht, wenn du es nicht guckst? Weil ich schon Ähnliches gespielt habe und schon weiß, dass es dann hat dieselben Muster, das hat denselben Ding. Das ist von derselben Sorte. Was denkst du denn, was es ist? Ist doch jetzt wurscht, hör mal auf, gegen sowas zu reden. Wir haben jetzt die coole Frösche hier. Froschtaxi. Wir reden die ganze Zeit über andere Sachen hier. Das ist. Meine Fresse. Bist heute auch irgendwie. Bist doch auch heute auf Konfrontationskurs aus. Du bist doch irgendwie hier. Du musst gar nicht dafür, dass du den Podcast abgesagt hast. Ich hab halt Redebedarf. Muss ich mich jetzt hier für alles rechtfertigen? Das ist halt. Ja, musst du. Wie gesagt, gestern konntest du es ja nicht. Nö, gestern nicht. Am Freitag hatte ich eine Impfung. Da musst du jetzt hier. Da war mir mal verständlicherweise nicht zumute. Verdammt. Wie habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich laufe dann mal weiter. Beziehungsweise hüpfe weiter. Ich bin schon deutlich weiter als du, nämlich genau hier. Nämlich genau hinter mir. Hops und Hops. Oh, Frogger, hey. Hops. Was, Frogger? Das hier, Seerosen, die sich bewegen, über Wasser. Aha. Willst du jetzt nicht sagen, dass du Frogger nicht kennst, oder? Nicht direkt. Es gab, glaube ich, mal ein Mario Party Minispiel mit solchen Wasserblättern und so. Aber Frogger nicht. Ups. Du bleibst auf dem und ich gehe aufs andere. Genau. Das sind Knöpfe. Ups. Wir müssen gleichzeitig. Alles klar. Und hops. Ja. Okay. So, jetzt muss ich hier. Dir müsst jetzt sich da. Nein, nicht auf meins. Auf das da. Das dort? Ja, das ist jetzt gerade erschienen. So, wo ist mein nächstes? Genau da. Okay, ich verstehe nicht ganz, was hier abgeht, aber okay. Die Wasserstrahlen, die öffnen immer den nächsten Weg. Und das sind Knöpfe, die. Ah, okay, hier ist die. Okay. Ganz genau, und jetzt können wir weiter. Der Knopf bewegt sich zwar nicht, aber okay. Ja, man muss die Technik dahinter nicht verstehen. Geht's hier weiter? Natürlich. Hier ist so ein Dingshäuschen hier. Da rein? Nee, kann man nicht. Natürlich kann ich da nicht rein. Schade. That stuff is ugly. Ich smelly. Well, I'm gonna. Oh. Okay, hier können wir absteigen. Hier gibt's irgendwas zu machen. Wie steige ich ab? Für mich. Wir steigen ab. Es steht auf dem Bildschirm. Dann kommen wir nicht auch hier weiter.
Nein, kannst du nicht. Oh, das sah aber so aus, als könnte man dort weiter. Noch nicht, das wirst du wahrscheinlich dann sauber machen müssen oder so. Ich glaube, das ist ein Duck-Modi. Drückst du gerade Q? Ja, ich habe Q gedrückt, also ich bin unsichtbar, ich hüpfe auf einem Frosch ist unsichtbar geworden. Drück nochmal Q. Guck mal hier, der Frosch ist ja unsichtbar geworden. Ja, bei mir nicht. Oh, ich sehe es gerade bei dir. Boink. Ich habe einen unsichtbaren Frosch. Nee, hast du nicht? Nicht mal auf deinem Stream? Doch, bei mir war es ein unsichtbarer Frosch. Jetzt ist er wieder da. Was soll's? Sag, was schimpfst du die ganze Zeit mit gefühlten 2 FPS? Ja, meine Bitrate ist halt beim Hoch, geht halt hoch und runter. Das ist halt. Also bei mir sieht es gerade gut aus, musst vielleicht mal aktualisieren. Also bei mir ist. Nee, das. Stimmt, kann sein, dass ich gerade auf was anderes gestaltet habe. Was ja, bei mir sieht es momentan recht okay aus, aber. Du streamst nur mit 720p und 30 FPS bei mir. Das also ist vielleicht zwangsläufig so, weil es ist, weil meine Bitrate ist. Sieht aus wie ein Kardiogramm, das sieht aus wie ein Herzrythmus, das ist halt hoch, runter, das ist halt... Okay, kannst du hier bei mir das Ding gerade sauber machen? Oder so? Normalerweise müsste ich auf 180 auf Standard das ist so. Next. Machen, aber was dann rüberkommt, ist halt ein anderer, ist halt... Ja. Du musst das hier bei mir... Ja. Ja, das. Was Twitch halt überträgt, okay, kann ich ja da nichts zu führen, das ist ja halt... Ja gut, oh, wir haben es versaut. War's zu langsam. Ja, Max, konzentrier dich mal hier. Ich bin konzentriert. Du bist die ganze Zeit unkonzentriert und redest um andere Sachen. Für das Spiel brauche ich auch nicht wirklich Konzentration. Jetzt, hopf. Es ist nicht sonderlich komplex. Hopf, was? Jetzt machen wir mal den Frosch hier. Next. Eins noch. Ja, ich bin dabei. Sehr schön. Und. Und ich bin dann an den Stacheln verreckt. Muss man die Stacheln wegmachen. Das müsste ich gerade gemacht haben. Nee. Noch sind sie da. Ach so, ich habe einen Fahrstuhl dort. Ganz genau. Okay, ja, Du musst zu deinem Frosch zurück, oder? Nee, ich muss hier hoch. Ich glaube, das schaffst du nicht, oder? Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Ah, cool. Na, hier bin ich. Dachchen, wo bist du? Ich hab deinen Frosch. Ich glaube, den kannst du nicht benutzen, aber ist ja egal. Mach kaputt. Mal darüber reden, was für ein super schöner Garten das ist. Hm. Vor allem was für ein Riesengarten. Können wir darüber reden, dass die den wunderschönen Garten so verarmen, so verwuchern haben lassen? Ja gut, das ist ja Teil der Story, ne? We still got some infection left though. That's right. We still have some wheat to wet. Wenn ich so einen wunderschönen Garten hätte, würde ich mir jemanden anstellen, der den für mich. Den für mich sauber macht, ein Gärtner, der das. Ja, weil wenn du so einen wunderschönen großen Garten hast, dann kannst du dir auch einen Garten. Wenn du den, wenn dir so ein großes Grundstück leisten kannst, kannst du dir bestimmt auch einen Gärtner leisten. Bedenke, es sind die USA. Da gibt's das in die Grundstück. Da kriegst du für 2 Euro ein Grundstück. Na gut, dann kriegst du bestimmt für 2 Euro auch einen Gärtner dazu. Nur in Mexikanisch. And a start line. Are we actually gonna race? Hey May, come here. Minispiel, Schneckenrennen. Ja. Hurra. Okay, Shift. Ready? Steady. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt. 3, 2, 1. Oh, das ist dir wirklich reinschnecken. Meine kann bloß nicht ran. Achso, aufladen muss man die. Hey, unfair. Come on. Hey. Oh, rubbish. Hey. Slide, snail, slide. Los, Rennschnecke. Ich hab die bessere Rennschnecke.
going. No. Die Steuerung ist super scheiße. Ja. Das kriegen wir schon hin. Really? Na komm, Bob. Ich habe meine Schnecke auf Bob getauft. Ey, was ist hier los? Ich seh nix. Wir haben es fast. Na komm, wir haben es fast. Na komm jetzt hier. Komm, Bob. Ha, Bob hat gewonnen. Nice. Alles klar. Das machen wir aber nicht nochmal, oder? Nö. Er hat gewonnen. Das war nervig genug. Das war ein gutes Minispiel. Hauptsache, wir haben es für die Sammlung. So, wo geht's jetzt weiter? Hier muss was. Genau hier. Du musst gießen. Da. Ich muss ja gießen. So, jetzt. So. Oh, du bist Pilz. Müsste ja ziemlich heil sein gerade. Spring mal auf mich. Ja, spring auf dir. Da geht's hoch. Fast. Warte. Mach. Jetzt weißt du, wo ich hin muss. So, hier. Ja. Ich muss spritzen. Du musst erstmal das Grüne machen. Ja, das ist, sind alle grün. Achso, Achso, das Gelbe. Sorry. Das Gelbe. Ganz links. Gelb-rot. Links. Ah, jetzt sehe ich es auch. Gelb-rot-blau. Hier sehe ich. So, rot? Gelb-rot. Gelb? Und blau. Gelb. Sekunde, kommt sofort. Rot. Ich gieße. Blau. Jetzt wieder blau. Rot. Jetzt rot wieder, oder? Yep. Gelb. Keep it going, May. Got it. You're doing great as well. Rot. Na, hab ich gleich. Blau brauchst du wieder, oder? Ja, fast. So, bist du da? Klar. Ah, da bist du. Alright, you made it. Nice jumping. Strong watering arm there as well. So, geht's hier noch woanders hin? Kann ich das hier noch gießen, oder? Ich glaube nicht. Sieht aber gießbar aus. Das ist kein Schild dran und das ist kein Symbol dran, also wahrscheinlich nicht. Hm, kann ich hier noch rein? Schade. Du kannst das Fenster öffnen. Meinst du? Vielleicht soll ich hier nochmal runter? Na gut, ich komme. Du wirst wahrscheinlich eh bei mir respawnen, von daher. Autsch. Oh, no. It really is everywhere. But we're so close now. Yeah. Hang on, Joy. We're almost there. Okay. Können wir die irgendwie zerstören hier? Machst du durch mal und kannst die aufmachen oder? Die kannst du nicht, oder? Ah, hier, du musst hier sauber machen. Okay, das lila, nur das Purple Gump. Muss hier. Du musst aber erstmal hier bei mir, glaube ich. Für die Blumen. Warte, ich mach sauber. Achso, das bleibt weg. Okay, cool. Wenn ich das richtig sehe, ja. Ich dachte, das respawnt. Müsste eigentlich gründlich reinigen. Eine Grundreinigung hier. Ich find's gut, wie du exakt den Teil, den wir brauchen, vermeidest. So, hier. Jetzt alles sauber. Ne, hier ist noch ein anderer Fleck. Ja, so. Wow. It's really magical watching you make all that glow. Und was passiert hier? See? This is why I love gardening. Look out, May! More creepy critters! Okay. Vielleicht kann ich jetzt dahin ran, ja. Ich
Und den festhält, dann bin ich von hinten. Ja, mach. Ich hab ja auch noch andere Gegner. Der Große ist der Wichtige. Ach, kaputt. Ja, ich bin weit weg. Halten fest, ich komme von hinten. Bin tot. Wieso stirbst du immer genau dann? Tja, aus Spaß. Aha, jetzt muss ich wieder reinigen. Grundreinigung. Ich glaube, es reicht, wenn du einen Weg von Topf zu Wurzel machst. Nee, bin schon dann richtig. Ja, so Zeit verschwenden. Wir haben noch Zeit. Heute schon. So, hier. Oder willst du das auch zwang heute durchspielen, das Spiel? Ich meine, wir werden sowieso länger spielen. Ich denke, dass wir es bis... Kann ich dich eigentlich fällen? Kann ich dich hier... Oh nein, wir müssen tatsächlich das ganze Feld machen. Alles klar. Schade, dass deine Blumen nicht abhacken kann. Was ist denn da mit dem... So, jetzt konzentrieren. Kaputt machen den Großen. Ja, bin dabei. So, ich muss erstmal die Fliegenden wegmachen. Mach die anderen weg. Jetzt der Große. Geht gerade nicht, bin abgelenkt. Ja, schön. Halten fest. Nicht sterben. Bin ich wieder. So, jetzt wäre ich hier. Halt fest. Ja. Haben fast einmal noch festhalten. Die Gegner respawnen ja überhaupt nicht. Einmal noch festhalten, dann habe ich ihn. Hätten wir noch einen HP oder so. Ja, warum hatten wir so viele Probleme? Die Gegner respawnen nicht mal. Und dann komm halt ihn noch einmal fest, dann habe ich ihn. Ja, würde ich ja. Wenn er mich mal lassen würde. So. So hier. Zack, habe ich. Ah, hier. Drauf. Story-Sequenz. Ja, Bosskampf halt, ne? Oder auch nicht. So, weiter geht's hoch. Ah, wo? Ach, über die Säcke. Über die hier. Die Schlittschuh-Dinger. Hier haben wir Schlauch. Gartenschlauch. Da brauchen wir dich. Du hast aber einen sehr langen Gartenschlauch hier. In deinem Gewächshaus. Er ist sogar relativ kurz. Standard ist. Also es gibt auch locker 20, 30 Meter lange Dinger. Mhm. Sachen gibt's. Hast du in deinem Leben noch nie einen Garten oder was? So. Mein Opa hatte einen Garten, das ist bei dem war ich. Und bei dem war ich mal ab und zu mal drin. War so richtig. Ich glaube, in der Schule hatte ich auch mal Garten. Ja, Gartenarbeit hatten wir in der Schule. Das hatten wir als Fach. Aber ja. Natürlich hattet ihr Gartenarbeit als Fach. Ich war in der Waldorfschule. Hallo. Natürlich hatte ich. In der Grundschule. Gartenarbeit hatten wir in der Waldorfschule als reguläres Fach. So. Neben Handwerken und Handarbeit und so. Und Kunst. Ja, gut, die hatten wir auch. Gartenarbeit. Wir hatten Kochen als Wahlfach, von daher. Das hatten wir nicht. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen als Gartenarbeit. Ich meine, du wohnst in der Großstadt. Ja. Hat doch keiner gemocht. Stell ich mir aber ganz lustig vor. Du weißt, wie du perfekt Tomaten anpflanzt, aber du hast keine Ahnung, was du damit machen kannst. So. Davon macht die Zwiebel kaputt. Hier gibt's wieder was zum Gießen. Und wie macht mir das Lina, ein Zeug zu schaffen? Warte, ich gieße.
Mach sauber. Die Frau putzt. So muss das sein. Das hast du jetzt gesagt. Da brennt Twitter gleich wieder. Wir haben Sonntag und meine Twitter-Reichweite besteht darin, dass ich wahrscheinlich so gut wie jeden Indie-Entwickler, der auf Twitter aktiv ist, verfolge und mit denen teilweise kommuniziere. Also ich glaube, da interessiert es niemanden. Okay. Wie du meinst. Man muss halt bedenken, wir sind beide extrem unbekannt. Das stimmt wohl. Wobei je nach Szene ich mal ein bisschen weniger und mal du ein bisschen weniger. Ich glaube, Politiker kennen dich mittlerweile. Ja, einige. Auf wie vielen Blocklisten bist du? Blocklisten? Keinen. Also, sicher? Soweit ich weiß nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Also der Vorsitzende der Piratenpartei. Sag bloß, du bist nicht von Jan Böhmermann geblockt. Das wäre ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh. Ich glaub, bin so von ziemlich kein. Bin so unbekannt, dass ich von, glaube ich, niemandem geblockt bin. Nicht mal von bedeutenden CDU-Abgeordneten. Oh, da ist noch einer gewesen. Let's get rid of the infection. Ah, hier, macht kaputt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich von Jan Böhmermann geblockt bin, weil ich irgendeinen Tweet geliked habe, der. Ich glaube, irgendeinen dummen Witz gemacht hat. Also ich bin so oft ziemlich. Ich glaube, ich bin so oft ziemlich keiner Blockliste drauf. Also das ist einfach, ich bin einfach zu unbedeutend. Ja. Du hast das Blatt genau auf mich drauf gehört. Ich wollte jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Mach kaputt. Bah. Ein alter Pilz. Ein Enterpickel haben wir zerstört. Ich dachte eigentlich, hier wäre jetzt der Bosskampf. Da kommt er. Von hinten. Hier ist der Bosskampf. Miss Joy. Cozy, wait. Be careful. You're alive. Tach, Joy. It's okay, we're here to help. It's Cody. You remember me? Ich glaube, sie erinnert sich an dich. Und ein Tomaten. Du bist eine Tomate. Oh, du bist wirklich eine Tomate. Kann ich dich zermatschen? Daran habe ich mich nämlich erinnert. Kann ich dich zermatschen? Ich muss jetzt einfach nur ausmachen. Komm her, kann ich dich zermatschen? Nein, du musst Gegner machen. Ah. Kann ich bestimmt auch zermatschen, oder? Nee, kann ich nicht, schade. Nee, aber ich muss sie, glaube ich... Ich glaube, ich bin jetzt super stark als Tomate, was weil machst ich du? Einfach anrollen kann. Was ist denn die Funktion als Tomate? Also ich muss gießen ich hier. Rammen. Du musst putzen, damit ich die Dinger wegrammen kann. Ich putze ja schon. Wie wild. Putz schneller, tu so, als wärst du im Wohnzimmer. Wenn du die Gegner für mich entsorgst. Kann ich, du musst einfach nur einen Weg zu der großen dicken Pflanze freimachen. Die Gegner hindern mich, die greifen mich an hier. Hier, Pflanze. Reicht. An. Alles klar. Hier, kleine Gegner. Jetzt kannst du weiter putzen. Ja, putz doch mal selber. Ey, ich kann nichts dafür, dass das Spiel die Frau putzen lässt. Nie selber machen. Braucht über eine Frau für. Nee. Ich ramme die Dinge nur mit meinem dicken, runden Ding. Man könnte meinen, selbst ist der Mann, aber... Nee. Putz schneller. Halt's Maul. Putz selbst. Ja, sorry, die sexistischen Kommentare kann ich mir nicht verkneifen, wenn die Frau hier gezwungen wird zu putzen. That's all of them. May, give me some water over there. I'm gonna try to snap Joy out of it. So, hier, pflanz dich ein. Mach Gartenarbeit. Kannst du irgendwas machen? Kannst du irgendwie... Ich kann eh spammen. Ey, ich werd hier attackiert. Mach die Hand kaputt.
Okay, wie... Wie komme ich da hoch? Es kommt weiter runter. Ich kann da nicht ran. Jetzt ist deine Chance. Kaputt machen. Ich bemühe mich. Reicht. Ich wurde ein bisschen abgelenkt von einem kleinen Gegner. So, jetzt die zweite Hand und dann den Kopf, oder? Ja. Auf dem Kopf sehe ich schon so ein Ding. Ich glaube, Kopf und Rücken waren es. Ups. Hm. Ich sollte nicht in die Stacheln rennen. So, einfach überleben. Die Schatten kündigen an, wo sie zuschlagen. Ich weiß. Sicher, dass du es weißt. Ziemlich sicher. Nein. Ah, verdammt, ich bin tot. Gut, wir haben es beide versagt. Versaut. Fangen wir wieder von vorne an oder haben wir einen Checkpoint? Leider. Ja, wir haben Checkpoints. Ah, nicht immer Checkpoints. Es ist wie gesagt kein komplexes Spiel. Aber wir sterben trotzdem ständig. Ja, weil ich super konzentriert bin gerade. Ich bin tot. Überlebe. Die sterben. Die Booster sind gleich. Ich schaff's trotzdem nicht. Verdammt. Ich bin schlecht mit Mustern. Was? Oh, nein! Nein! Alles gut. Taktisches Sterben, das hatten wir schon. Was? Nein! Hab's geschafft. Nein, 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 nein. Überleben. So, hier bin ich. So hin. Haben wir es geschafft? Sieht so aus. Ja. Speichert. Ich müsste jetzt gleich wieder tomatet werden. Ah nein, nee. Kartoffel! Du bist eine Kartoffel. Und das stimmt tatsächlich. Cody, I always knew you. Das bist du in real life. Really? You really think now is the time for jokes? Das sieht nicht dumm aus.